Jahre ist es mittlerweile her. Mich zu erinnern ist nicht schwer, diese Zeit war legendär. Meine Klicks vom anderen Stern, doch hab immer von geschwärmt, wie es einmal wär. Gummo Gummo und hallo, wir sind hier bei Fortnite auf der Switch und heute mit ehrenlosen Belohnungen, die ich irgendwie noch gar nicht eingesammelt habe. Was für ein Cringe ist das denn? Wir werden uns heute noch viele weitere leckere Belohnungen holen, indem wir wieder mal einen weiteren royalen Sieg hinlegen werden. Außerdem mein Siegesgleiter werden wir ihn heute anlegen. Das alles und vieles mehr in diesem Video. Lasst sehr gerne ein Abonnement da. Auf der kostenlosen Ehrenbrudinius-Basis. Wir haben doch schon fast Weihnachten. Außerdem die Abo-Klingel. Schallern Sie sie sehr gerne herein, denn die ist natürlich ebenfalls ein Symbol für die Weihnachten. Von daher kommen Sie sehr gerne heran und lasst doch gerne eine Bewertung da. Es würde mich sehr unterstützen und auch sehr freuen. Vielen Dank an der Stelle. Einmal hier, na klar, die leckeren Banner-Symbole. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wofür ich die bekomme. Ob das jetzt mit dem Sieg zu tun hat, den wir im letzten Video geholt haben. Und der heilige Zeitschirm. Oh ja, auf dem Sprung vor der Landung. Wir rüsten ihn aus für den Flex. Und natürlich ganz klar, 10 leckere Battlesterne. Wir werden gucken, dass wir die uns einverleiben werden. Aber apropos einverleiben, Creator Code. Ihr kennt den Lachs, ja? Random Kai HD. Tragen Sie ihn ein für den Überflex und für die Unterstützerisierung. Postet mir sehr gerne Bilder, so wie den guten alten Zeiten. Und ja, mehr gibt es dazu mittlerweile nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe mich da damals immer sehr, sehr krass, ich sag mal, drum gekümmert. In den letzten Jahren, sage ich mal, mit dem Creator Code war es ja so, I don't know, na, ich habe kaum noch Fortnite gespielt und dementsprechend war natürlich auch der Creator Code immer und immer weniger relevant für mich auch und von daher, I don't know, ich verbinde da nicht mehr allzu viel mit, aber so fürs Meme sage ich das immer so einmal pro Video und ey, wenn ihr mich wirklich unterstützt, ey, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Wir gehen hinein in den Battle Pass, however, kaufen uns aber nichts, also noch nichts. Oh, Matcha Charlie. Wir haben 10 Sterne. Die Frage ist jetzt, das kostet uns 6. Das war sehr teuer, oder? Aber die leckeren Bananenschläger mit die Schokolade. Na klar. Sehr deliziös. Wirklich der Schmackofatz. Hier ist aber sehr viel Ice Cream Shit dabei, oder? Also hier auch wieder mal das Dessert Diving. Her damit. Wir können sogar frei entscheiden auf der Seite, was wir uns holen wollen. Verdammt, ich hab's nicht ausgerüstet. Kann ich's nochmal finden? Auf ganz schnell. Bro, Junge, diese ganzen HUD-Anzeigen, was soll das denn? Sortieren wir mal nach neu, oder? Season. Klar, macht Sinn. War ja ganz oben, ne? Stark. Damit gehen wir dann hinein. In ein heiliges Battle. Und wer keinen Daumen nach oben da gelassen hat, wirklich ehrenlos. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo zischen wir hin? Gute Frage. Wie wär's denn erstmal mit Lazy Links? Ja, Mann. Für die alten, ehrenlosen Ehrenzeiten. Außerdem, was sind unsere Daily Missions? Stinkbombenschaden, okay. Zerstöre Objekte oder Gebäude bei Junk Junction, dann wäre das eigentlich auch noch eine Sache, oder? Ich meine, für 1000 EP. Junk Junction war doch unten links. Das war doch da bei dem... Nee, das war die Flash Factory. Die Toilettenfabrik. Wer kennt sie noch? Junk Junction, ganz oben links. Ja gut, wir werden nicht die Einzigen sein, die da hingehen. Weil, ja well, Herausforderung und so, Daily Mission. Daher, wir landen erstmal bei Lazy Links. Besser ist das? Also, let's go. Die leckere Eiscreme. Ja, moin. So viel zum FPS-Counter, ne? Auch für die ganzen Nintendo Switch Ultras, ne? Die das immer so sehr interessiert.
Grüße. Zählt das jetzt schon gelandet oder gedönst bei Loot Lake? Ich weiß es nicht. Wir werden aber versuchen, den Ort however trotzdem abzugrasen. Lass uns erstmal in ein Haus gehen. Wir sind echt ziemlich... wir sind schlecht dran. Wir sind sehr schlecht dran. Wir haben aber den Sprint however ausgenutzt. Vielleicht für eins der erste Waffen? Nur Belohnungen. Sturmgewehr! Nice. At least etwas. Oh nein, das ist das so eine Wand, wo ich nicht hinkomme. Verdammt nochmal. Ich raste aus, ey. Ich bin noch gefundenes Fressen für die Brüder. Oh, oh. Oh nee. Ach du Scheiße. Oh je. Ich werde ihn jetzt direkt nehmen zur Sicherheit. Salvensturmgewehr auch mächtig. Right? Mit Zielfernrohr. Okay, okay, okay. Oh oh. Jetzt ist das Ding. Ich habe gesehen, dass da jemand war. Oh je. What? Gut, der Buggy ist natürlich auch sexy, ne? Muss man dazu sagen. Oh, die Munitionskiste. Schmackofatz. Oh, hier ist doch der Weg nach draußen. Ja, gut. Bruder? Ich hab mich einfach eingesperrt. Wait a sec. Von wo kommt das? Also von wo genau? Oh je. Direkt zur Truhe. Let's go. Pumpgun, so soll es sein. Pumpgun, it is. Ja gut, ne? Der eine verschanzt sich im Haus. Können wir natürlich jetzt probieren, ne? Stark, Alter. Ich hab's noch drauf. Eine Wild. Eine wilde Sau. Oder eine wilde Maus. Yeah. Schnappen wir uns den Loot. Wir werden uns ihn snacken. Ja, der Bruder, er hat es schon gewittert. Der Kerl. Aber nun kommen sie heran. Oh mein Gott. Sind die gerade am Teamen? Die Kerle. Stark. Stark Tendo. Und. Yeah. Ja, es ist einfach nur die Bruderschaft. Sie ist vereint. Aber ja, logisch. Zielfernrohr aber auch lecker, muss ich sagen, oder? Jetzt kurz mal. Mein Gott, eine gute Tactical. Ach du Scheiße. Ja, her damit. Hat er die gar nicht benutzt? Man könnte meinen, das sind alles die jährigen Bots. So, nun sind wir bereit. Für das Materialien abbauen. Würde ich mal sagen. Wir zischen auch mit dem Auto. Oder sollen wir noch ein bisschen nach Loot schauen? I mean. Hier ist noch was. Und wir haben kaum noch Tränke. Also wir haben eigentlich gar keinen Trank mehr. Also auf 50 könnten wir uns schon noch shooten, bevor wir jetzt wegzischen, ne? Ich meine, wir scheinen jetzt hier alleine zu sein. At least. Gut, ich dachte sogar wirklich, ich habe noch irgendwie Mental Health Damage genommen. Damit meine ich die grüne Anzeige, aber na klar. Na, geben sie her. Was sagt die Zone eigentlich? Das sieht perfekt aus nach... Junk Junction zu gehen. Na gut, na gut. Ich habe auch einfach noch irgendwo eine Truhe gehört. Hier. Oh.
Ach, natürlich ganz oben, ja klar. Dann geben sie her nun. Nee, du sollst hier schon bauen, Bruder. Was soll denn das? Einfach Material verschwendet. Mangens. Ja, ganz toll. Oh, aber hier ist however noch einer. Ich weiß nicht, ob ich gerade Autogeräusche gehört habe. Also mäßig, es kommt jemand hier rüber. Soll er kommen? Da ist noch ein Trank! Wie habe ich den übersehen, Mann? Die Boogie Bombs werden uns heute quasi eingeladen. Wait, wo kam der Trank her? War quasi hier oben auch eine Truhe und ich habe das gar nicht realisiert. Anyway, wir sind full. Und damit zischen wir nun. Einen Sekund. Oh ja. Ja gut, dann lieber den, ne? Gepaart mit dem. Und dann können wir auch schon zischen. Kann man noch in das Auto einsteigen? Nee, ne? Sind die bei den Autos hier eher Classic geblieben? I don't know, man. Ja, well, dann los. Nein, mach die Musik aus. Mach bloß die Musik aus, Bruder. Warte, ich hoffe nicht, dass du irgendwie... I don't know. Bruder. Also nicht, dass die DMCA oder so hat, ne? Das wäre halt gar nicht geil. Und ich glaube, die Tankanzeige könnte Infinite sein, oder? Aber jetzt mal for real. Wie schalte ich das denn aus? Ach, auf X. Okay, stark. Ja, sorry, so ich weiß halt nicht, ist das DMCA technisch geschützt? So am Ende wird das Video hier noch runtergenommen. Am Ende von die Tagen. Gar kein Bock. Im Falle dessen, so, wir sind wieder da. Na klar, durch den DMCA-Strike. Man kennt. Junk Junction. Wo wir hier wären. Ach du Scheiße. What the fuck? Wo kommen die auf einmal her? Ah, nee, ne? Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Oh, nee. Der Stress, er beginnt. Wegen die Bauspastis. Sorry. Ich reflektiere. Das Wort. Ich distanziere mich. Ich wollte natürlich sagen, die Super Mario Maker Bauprofis. Ich komme jetzt da hin. Alte Sau. Die kleine Bruder. Kein Raketenwerfer, however. Ja. Guck mal, wie ehrenvoll gerade, ne? Ein Wort gesagt, das man heute eigentlich gar nicht mehr so sagen sollte, eigentlich. Ich reflektiere das, ne, so, ey, was soll ich tun? Das ist leider noch in meinem Sprachgebrauch drin. Das kann man natürlich nie immer so schnell ändern. Aber gut, ne, soll auch YouTuber geben, die sich einscheißen, wenn man sagt, jo, also so soll es jetzt vielleicht nicht mehr geisteskrank oder so sagen, ne? F an die Bros auf jeden Fall. Ihr habt es ja nicht böse gemeint. Bruder? Sirius? Wo ist der Kerl? Verdammt. Nein! Oh nein. Oh nein! Das kann ich jetzt hier nicht verlieren! Niemals! Hauen sie einfach nur hinein, Bruder. 6 Kills. Das ist meine Personal Best für diese Season. Ich glaube, mein Maximum war entweder 4 oder 5. Meine ersten Solo-Runde. So. Und nun die Drohnen.
Der Ehrenschlürpe, die Schlürp-Schlürp. Kommen Sie heran. Geben Sie ihn her. Und der wird sich jetzt reingefeuert. Oh ja. Das schmeckt. Ja! Geil! Ich bin full. Das war einfach nur die Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank, Fortnite. Forknife. Für diese Ehrenaktion einfach. Das war keine Pump, oder? Das war keine Pump, oder? Bro, warum hören sich Baugeräusche an, als würde jemand schießen? Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, wie es aussieht. Aber wir müssen auch eigentlich mal Sachen abbauen, ne? Was ist da genau das Ziel? Ja, jetzt ist es wieder weg. Dankeschön für gar nichts. Ich hoffe, es aktualisiert sich however. Ich baue einfach mal ganz random irgendeine Scheiße ab. Objekte. Ah, okay. Was? 30 Stück? Stark. Toll. Gut, ich meine, diese Sachen sind dann natürlich easygoing. Kleine Gegenstände. Aber Truhen müssten auch darunter zählen. Das dürfte auch eigentlich ein Objekt sein. Aber vor allem... Was mich wundert, ist hier niemand hingegangen zum Abbauen? Der Schmackofatz. Die Überehre einfach nur. Wir haben jetzt schon so viel hier mitgenommen. Das ist einfach Big Win. Wenn wir das nicht holen, dann ist es schon sehr traurig. Weil jetzt mal vor. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Es sind noch 16 Leute am Leben. Wer will da jetzt noch kommen? Oh mein Gott. Die Gute in Blau. Dann lass uns doch weiter plündern, oder? Was soll's denn? Boah, und munitionstechnisch? Ich habe das gerade erst realisiert, wenn ich mir das so anschaue. Das ist ja viel mehr als in der letzten Runde, also... Uns mangelt's ja an gar nichts mehr. Die ehrige EP. Ich glaube aber, das sind alle Truhen hier. Kein Problem. Lasst uns dann nach unten gehen, würde ich sagen, zu Haunted Hills. Einfach um das Gebiet weiter auf der Karte abzugrasen. Was mir jetzt das auffällt... Es wird auf der Karte angezeigt. Musik aus! Ob wir Orte noch nicht besucht haben, in dem diese Orte auf der Karte ausgegraut sind. Das habe ich jetzt erst realisiert. Jetzt hier der O7-Emote mit dem Joint in der Fresse. An der Stelle. War natürlich gerade voll zur Zielscheibe hier. Der Unfall. Oh nein. Niemand ist hier gewesen. Wen willst du denn verarschen? Bro. Die wissen doch alle nicht, was gut ist. Ah. Jetzt geben sie mir schon die Scar. Geben sie her nun. Aber keine Tränke. Warum nicht? Die? Nichts Gönnung. Oh, der Keller, den habe ich... Unexpected, die gar nicht war. Oh. Hätten wir jetzt den anderen mitgenommen? Ah ja, und ja, meine Freunde. Willkommen zu einer weiteren Runde von die Forknife. Aber na klar. Heute mit, dem epischen royalen Sieg. Oh. Ja, wobei, jetzt würde es mit zwei Tränken schon mehr Sinn machen, die mitzunehmen, oder? Ich finde kleine irgendwie besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich nicht full gehen kann. Ich finde es besser. Bro, diese Geräusche. Wobei ich aber auch... Oh, hier war schon jemand. Wehe, du verkämst dich hier, du Arschsau.
Oh, spielen die alle irgendwie, während die meine Musik auf Spotify hören? Oder also, die gehen alle ins Haus, aber es looten dann nicht, oder was? Also an der Stelle natürlich wieder mal absolute Überempfehlung, ne? Folgen Sie hinein auf Spotify. Der Link ist in der Beschreibung. Und ich habe da actually letztens erst einen Song released. Super Mario Bros. Wunder. Ohne Schallgedämpfte. Wobei ich aber immer im Kopf hatte oder so ein Gefühl hatte, die ist scheiße. Also schlechter als die, die ich jetzt gerade habe. Tut mir leid. Warum ist der Ort auf der Karte noch markiert? Was soll denn das? Kann ich in das Auto einsteigen eigentlich? Leider ein Statistenauto an der Stelle. RIP. Wollen wir auf den Berg gehen? Haben wir High Ground. Oh mein Gott. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir hier die Einzigen sind. Lass uns nicht hier so viel rausbauen. Ich weiß auch gar nicht, aus welcher Richtung das kam, um ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß es wirklich nicht. Oh mein Gott! Ja, ich glaube, es kommt aus der Richtung hier. Diese miese Sau, der ist auf dem Berg. Arschkeks. Leck mich! Scheiß Sniper, ey. Wir haben noch keine einzige richtige gute Sniper hier gegönnt bekommen. Nein! Oh mein Gott, der Rocket Launcher. Und jetzt reinige dich mit dem Raum. Ich reinige mich nicht nur mit dem Raum, sondern auch mit dem Rauch, der entsteht durch diese ehrige Panzerfaust. Aber na klar. Gerade leider keine Zeit, Bruder. Ich muss einarbeiten. Ich muss den heiligen Sieg holen. Ist da unten jemand gerade gewesen? Nein. Wo ist der Sniper-Dude? Wo ist der? Jetzt kommen sie hierher. Sie haben eine große Fresse. Und dafür werden sie büßen. Sie werden Buße tun für ihre kläglichen Versuche, mich zu treffen. Ein bisschen Damage haben wir, however, bekommen. Aber wir müssen auch nach drüben gehen. Das ist natürlich auch nochmal doppelt so scheiße. Wie komme ich am schnellsten und am besten auf den Berg hoch? I don't know, Alter. Ich würde eher sagen, von außen rum, oder? Also nochmal zurück ins Haus, in diese Hausregion. Actual safe. Ja, die Baukunst nicht perfekt. Aber ich glaube so, um geschützt zu werden, dafür reicht es, glaube ich. Aha. Da machen wir nochmal Auge, was da gerade passiert. Die Bausau, aber na klar. Komm. 7 Kills. Aber man kann genug davon haben. Oh ja. Lebe gefährlich. Top 4, meine Freunde. Top 3, meine Freunde. Oh je. Aha. Ja, das ist jetzt das Ding. Der eine ist oben. Zu dem sollten wir eigentlich direkt zischen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, Alter. Die beide sind gerade so beschäftigt. Da mache ich lieber den taktischen Wechsel. Und zische nach oben, ja. Da ist auch das Endgame am Ende des Tages, ne? Am Ende von die Tagen, Bruder. Und solange die beiden noch leben und sich die Köpfe einschlagen, hole ich mir den Highground in HD. Nein! Ich wollte im Jump. Bro, dein Ernst? Oh Gott. Wir müssen sparsam mit der Nein! Damit umgehen. Der hört das doch safe, oder? Oh, okay. Jetzt hätte ich ganz gerne Taschenfestung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Dach. Was soll das denn, Fortnite? Nein.
Scheiße, was habe ich gemacht? Scheiße, jetzt habe ich wieder um 90 Grad das gedreht. Das kann doch nicht sein. Oh, bitte nein. Wie stelle ich das um? Jetzt bin ich so abgelenkt, ich werde nicht auf Kämpfe achten können. Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Wie habe ich das umgestellt? Ey, Bruder. Schreiben Sie es in die Kommentare. Ich muss jetzt immer um 90 Grad versetzt bauen, habe ich das Gefühl. Bruder, wie abfuck ist das? Gut, dann halt ohne bauen. Dann Zero bauen. Kein Problem. Ich glaube, der ist oben. Ich glaube, das ist der da oben, Alter. What am I doing? Ist er hier oben? Kommen Sie heran, Bruder! Hier spricht die Seele von Jibanyan! Aber na klar. Nein? Ist der unten oder so? Ja gut, wir müssen anyway runter, ne? Na, wir werden nicht unsere Panzerfaust präsentieren. Die wird schön die Geheimwaffe bieten. Da bieten. Wir sind, glaube ich, knapp in der Zone, oder? Oh je. Warum ist die so scheiße? Mal random probieren. Maybe. Aha! Der Bube! Okay, you know what? Baba-Taktik. Wait, what? Gut, dann gehen wir nun hinunter. Dann soll es wohl so sein. Das geheiligte Finale. Mit dem falschen Baukicks. Wo ist der? Brutirius? Sirius? Wo ist der hin? Die Zone geht nach oben. Oh mein Gott. Jawoll, Alter! Der zweite epische Sieg. In a row. Nacheinander. Und das ist aber auch je. Das ist doch je. Holy. 7 Kills oder so. Starke Runde auf jeden Fall. Kannst du nicht beklagen. Baba-Runde. Ehre. GG, Alter. Noch am Ende die Nerven behalten. Sogar ohne Raketenwerfer gewonnen, aber man muss ihn immer dabei haben. Das ist klar, ne? Man braucht ihn halt immer. Immer und ewiglich muss er im Inventory sein. Das ist das Ding. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch weitere Belohnungen kriegen oder ob wir die irgendwie dann erst beim nächsten Login freischalten. I don't know. Ist auch vollkommen Wayne. Ich bedanke mich bei euch sehr gerne fürs Zuschauerisieren. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Hashtag je in die Comments, wenn ihr das miterlebt habt. Das geht euch in die Geschichtsbücher der Switch-Geschichte ein. Hauen Sie hinein und machen Sie es gut.